Den 2. Dezember hat den Bürgermeister Gilles Roth zusammen mit den Chefen Roger Negri und Luc Feller den traditionellen Christmarkt auf der Kirchenplatz zu Marmor offiziell abgemacht. 18 Stände waren nun mehr präsent. Verkauft gingen in einem Glühwein, Waffeln und Raclette. Auf einer Bühne hatten verschiedene Musikgruppen vier Stimmungen gesucht. Der Christmarkt ging vom 2. bis den 4. Dezember, gerade wie vom 9. bis den 11. Dezember organisiert. Der Christmarkt hat viele Leute gezogen und es war ein großer Success. Den 3. Dezember wurde Klässchen auf seiner Weltreise einen Tuschestopp zu Mama gemacht. Den herrlichen Mann war am Zug auf der Marmor Gare gekommen, wohin in der Dänem vom Bürgermeister Gilles Roth und den Chefen Roger Negri und Luc Feller, gerade wie von Vertreter vom Syndikat Initiative et de Tourisme begrüßt gauf. Danach ging es für die Klässchen mit der Kutsch bei dem Kulturzentrum Königsbund, wo viele Kanner auf ihr gewahrt haben. Kanner haben ihm nun ein paar Lieder gesungen und den herrlichen Mann hat ein helle Wultitischer mit Zeissigkeiten verdient.